Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den griechischen Chorus-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 68,90 kostet der regulär, aber der ist ja ständig auch jetzt reduziert. Keine Ahnung, alle Adventskalender sind schon, bevor die Adventszeit überhaupt anfängt, richtig hart reduziert. Jetzt gerade bei Flaconi auf 55,81. Ich suche euch ein gutes Angebot raus, packe euch den Link dazu in die Infobox, ne? Und hier haben wir halt einen Boxen-Adventskalender mit griechischen, ich glaube, Naturkosmetikprodukten sogar. Oh, guck mal. Und, wie geht das denn jetzt? Ja, das wäre zum Aufklappen. Bist du nicht zum... Doch, du bist zum Aufklappen. Ich wollte schon sagen. Hilfe. Und ja, so schaut das Ganze einmal aus von innen, wenn man es aufklappt. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein und schauen, ob das Ding sich lohnt. Oha, da steht ganz schön viel drauf und da war auch in der Beschreibung irgendwas von einem Puzzle-Event. Also du kannst alle vier Seiten zu einem anderen Puzzle irgendwie zusammensetzen. Ist ja ganz süß gedacht, ne? Hier habe ich jetzt den 1. Dezember. Und uns erwartet zuallererst etwas aus Glas Wide Awake Eye Gel. Richtig schön mit griechischem Joghurt und Koffein, 15 Milliliter gegen dunkle Schatten und geschwollene Augen. Sowas am besten im Kühlschrank aufbewahren und dann halt vor der Augencreme verwenden, weil das dürfte ein Rollerball sein, genau, mit so einem Metallvieh vorne dran. Richtig gut am Morgen. Startet schon mal stark. Dann sehen wir mal, ob die Nummer 2 das Niveau halten kann. Hier ist eine Tube drin enthalten. Foaming Cream Cleanser. Auch sehr, sehr gut. Auch mit griechischem Joghurt. 40 Milliliter sind hier enthalten und ja, die Gesichtsreinigung ist immer der erste Schritt von der generellen Hautpflege, dass die Hautpflege, die man nachher aufträgt, auch vernünftig aufs Gesicht kommt und du da nicht irgendwelche Iba-Partikel dazwischen hast. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir etwas drin enthalten, was mir sehr bekannt vorkommt. Ja, das ist die Probiotic Superdose Face Mask. Die soll nährend sein und ausbalancieren mit 20 Millilitern. Sowas finde ich auf jeden Fall sehr ansprechend und kann man in der kalten Jahreszeit auch wirklich gut gebrauchen. Gesichtsmasken mag ich auch super gerne, ne? Ich mache erst meine Gesichtsreinigung morgens, dann mache ich mir so eine Crememaske drauf und danach kommt Toner, Serum, Tüdelü, Tralafitti, also auch ganz toll. Hier haben wir übrigens die Nummer 4, die ich einfach mal direkt gemopst habe. Mensch. Und da ist auch wieder eine Tube drin enthalten. Hier haben wir eine Nourishing Probiotic Gel Creme, also eine Gesichtscreme. 20 Milliliter haben wir in dem Typchen drin. Das ist eine schöne Größe. Und wir haben Chorus öfters mal so in Boxen drin gehabt, ne? Aber es ist eine gute Marke. Also es ist jetzt nicht so eine klassische Boxenmarke, die du nur in Boxen findest, sondern die gibt es ja auch ganz normal bei Flaconi, bei, ich glaube, Douglas und so weiter auch zu kaufen. Also kann man sich definitiv dann, ja, sagte sie schon nach der Nummer 4, angucken. Ja, vor allem, weil das halt die Nummer 5, ne, ein Adventskalender ist, der auch nicht so super, super teuer ist. Also wenn man den reduziert für 55,81 bekommt, das ist ja easy, ne? Relativ easy, ihr wisst, was ich meine. Hier habe ich jetzt ein Poreless Skin Cream Produkt drin mit Salicylsäure. Die würde ich eher abends verwenden, weil Säureprodukte immer eher abends, dadurch wird die Haut lichtempfindlicher, ne? 20 Milliliter sind hier drin enthalten und die wird dann das Gesicht auch entsprechend reinigen. Ich würde euch empfehlen, bei solchen Produkten mich vorsichtig ranzutasten, das sage ich immer wieder bei Säureprodukten, bei chemischen Peelings mit dazu, weil es einfach so ist. Ich habe nämlich eine sehr sensible Haut und habe da meine Erfahrungen mitgemacht. Wenn ihr so ein Produkt in Anwendung nehmt, erstmal an einem Tag vielleicht an einer unauffälligen Hautstelle testen, ne, wie die Haut das so verträgt und dann kann man das auch ein bisschen intensiver verwenden. Es sei denn, ihr seid total Säure erfahren und eure Haut kennt das schon, dann gönnt euch hart. Nikolaus, der 6. Dezember, darf gerne was Spezielleres sein. Hier haben wir ein Tübchen mit der Night Brightening Sleeping Facial Cream. Brighten and Plump. Ja, kannst du als Nachtcreme verwenden, 20 Milliliter, ne? Oder du machst dir das halt drauf und legst dich dann auf die Couch, wischst das ab. Aber es ist ja eigentlich wirklich als Nachtcreme auch eher gedacht, ne? Die Nummer 7. Hier haben wir ein sehr kleines Typchen drin und zwar eine Eye Mask mit schwarzem Tee. Oh, sehr interessant. Instant Firming. Und hier haben wir 6 Milliliter drin. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, dass die hier auch vernünftige Größen reinpacken. Auch 6 Milliliter ist jetzt nicht so super, super viel, aber für eine Augenmaske, finde ich persönlich, ist es echt gut. Und das lässt du 10 bis 15 Minuten drauf. Kann ich mir dann tatsächlich auch super beim Zähneputzen vorstellen. Das in Kombination mit der nährenden Maske macht, glaube ich, wirklich so einen Wach-Mach-Energie-Kick. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht.
Hier ist jetzt etwas Leichtes drin enthalten. Auch wieder so ein kleines Tübchen. Noch eine Eye Mask. Das ist aber blöd aufgeteilt, Leute. Leute, warum macht ihr das? Ich wollte euch doch so loben. Mit Gurke. Und das ist gegen Müdigkeit. Auch das 10 bis 15 Minuten. Auch hier wieder 6 Milliliter in dem Tübchen drin. Ja, ne? Also, das hätten sie jetzt besser aufteilen können. Aber wie gesagt, ich mag gerne Masken. Ich mag auch gerne Augenmasken. Ich werde sie verwenden. Euch reviewen im Aufgebraucht-Video, was dazu erzählen, sobald sie leer sind. Ist auch eine super Alternative zum Beispiel zu Augenpatches. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Tübchen freuen. Und zwar ein Conditioner. Oh, eine Pflegespülung mit Aloe und Diptam für normales Haar. 40 Milliliter. Das ist cool, muss ich wirklich sagen, ne? Dass man hier auch Haarpflege mit drin findet. Ja, weil bislang war das Gesicht jetzt an Top und jetzt darf auch mal die Walle-Walle-Mähne berücksichtigt werden. Ja, Conditioner gebe ich mir von Ohrläppchen bis Spitze auf. Nach der Haarmaske und ja, eigentlich als letzten Schritt quasi unter der Dusche, ne? Und natürlich auch nach dem Shampoo, was wir hoffentlich auch hier noch drin finden werden. Mal gucken, wie es jetzt in der Nummer 10 weitergehen wird. Hä? Das ist ja interessant. Coris hat auch Schminke. Drama Volume. Das sind 4 Milliliter von der Mascara. Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich hoffe, dass die auch ein bisschen was mit den Wimpern macht. Heute habe ich eine etwas dezentere Kiste auf den Wimpern. Kann ich ja mal drüber geben. Das ist ein Faserbürstchen, was sehr, sehr vielversprechend aussieht. Ne? Jetzt, wenn ich das so einfach mal so drüber mache. Oh, das funktioniert auf jeden Fall. Geht klar, ne? Verlängert hier auch ein bisschen noch die Wimpern optisch. Gibt ein bisschen Fülle. Das finde ich gut. Soll ja auch Volumen machen. Und ich kann mir anhand des Bürstchens auch gut vorstellen, dass die allein auch ein tolles Volumen in die Wimpern gibt. Genau, immer ansetzen, drehen. Ich habe euch auch mal ein Video gedreht zu Vavavoom Lashes. Schaut da gerne mal vorbei. Da kriegt ihr alle Tipps, die ich euch geben kann. Holla die Waldfee. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl und die ist sehr, sehr groß. Weil sich hier drin auch noch mehr dekorative Kosmetik verwirkt. Long Lasting Eyeliner. 1,2 Gramm sind hier drin enthalten. Das dürfte auch eine Full Size sein. Sehr interessant. Ja, das ist leider ein Kajal. Sowas verwende ich jetzt nicht so unbedingt. Ich bin ja so die Eyeliner-Lady. Das mag ich einfach ein bisschen lieber. Also klassische Eyeliner so als Stift. Also nicht als Stift, als Filzstift. Oder als Filzstift mit Pinselspitze. Mag ich das ganz gerne. Genau. Die Halbzeit Nummer 12 ist echt schwer. Und hier haben wir etwas drin mit Olive. Pure Geek Olive. Schauergel. Oh. 40 Milliliter. Das ist klasse. Ne? Das ist auch sehr, sehr pflegend. Olive ist immer gut für die Haut. Und ja, Coris ist ja auch so. Ist das nicht sogar Naturkosmetik? Ich meine schon. Ich meine schon, ja. Die Nummer 13 sieht echt schön groß aus. Also wenn ich auf den Tisch gucke, müsste ich ja theoretisch 34, 25 hier stehen haben. Ja, denke ich schon. Also das ist schon erreicht und wir haben hier auch definitiv einen höheren Warenwert. Ne? Also das kommt auch ganz gut hin. Hier habe ich noch ein warum macht ihr das denn? Sehr blöd aufgeteilt. 80 Milliliter. Das hier war jetzt Olive Blossom und das hier ist Schauergel Honey Pier. Also mit Honig auch noch mit dabei. Achso, und da sind 80 Milliliter drin. Das ist ein bisschen größer. Also das haben die echt blöd gemacht. Ne? Augenmaske hinter Augenmaske. Entschuldigung. Duschgel hinter Duschgel. Sehr öde. Also solltet ihr den Adventskalender verschenken, würde ich euch empfehlen, das ein oder andere Kläppchen einfach miteinander zu tauschen, dass die Person, die es bekommt, halt ein bisschen Abwechslung hat. Ist bei einem Kläppchen, ach Quatsch, bei einem Boxen-Adventskalender halt möglich, ne? Die Nummer 14. Und hier ist noch mehr mit Olive drin, und zwar Hand and Nail Treatment Cream. Das macht Sinn, ne? 30 Milliliter. Also ich finde, in Pflege-Adventskalendern, da sollte man halt auch irgendwie eine Handcreme finden, da sollte man auch eine Lippenpflege finden. Das gefällt mir auch. Der 15. Dezember vielleicht. Ich warte ja noch auf mein Shampoo, ne? Das ist noch ein Duschgel. Ach komm, Leute. Renewing Body Cleanser. Das ist Renew and Hydrate mit Traube. Mit Traube? Ja, 40 Milliliter sind hier drin. Genau. Ja, solche Geschichten habe ich auch schon mal in anderen Adventskalendern gesehen. Also halt auch in dieser Größe, ne? Und ja, Traube. Ist Traube. Aber Leute, warum? Also drei Duschgele haben wir jetzt hiermit erreicht. Ich bräuchte jetzt nicht noch ein weiteres Duschgel, ne? Der Adventskalender ist so stark gestartet. Jetzt dürfte auch gerne mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung kommen. Mal gucken, ob der 16. Dezember jetzt so ein bisschen was anderes liefern möchte. Bodybutter. Na guck, ja. Nachdem wir uns sehr, 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 sehr oft geduscht haben, dürfen wir uns auch eincremen. 50 Milliliter mit Pistazie. Das hört sich auch sehr interessant an. Also so Pistazien-Bodycream habe ich jetzt so noch nicht gehabt. Spannend.
Die Nummer 17. Eine Woche vor Heiligabend bekommen wir ein Tübchen. Und zwar, die haben das echt total blöd aufgeteilt. Hier ist nämlich die Body Smoothing Milk drin. Hydrate and Soften mit 40 Milliliter. Granatapfel ist hier die Duftrichtung, ne? Warum machen die das? Die hätten das, also die Kläppchen hätten es doch hergegeben, dass man das anders macht. Vor allem, wir hatten eben ganz viel Gesicht, dann sind wir kurz zu Haare und Make-up übergegangen und jetzt kommt auf einmal ganz viel Körper. Also alles ein bisschen homogener wäre nett gewesen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe jetzt hier den 18. Dezember und dort befindet sich ein White Tea Shower Gel, Bergamotte, Neroli und Mandarine, 40 Milliliter sind hier drin. Nee, das ist ein Duschgel zu viel. Also ich sage es ja immer, ne? 3 von einer Sorte ist vollkommen in Ordnung im Adventskalender. Das kann man auf jeden Fall so machen, weil ich sage immer, 8 Produktkategorien hat ja im Prinzip jedes Unternehmen. Das heißt, du kannst von jeder Kategorie 3 Produkte reinpacken, hast dann 24 Produkte und irgendwie einen schönen Adventskalender, wenn du das halt auch schön durchmischst, ne? Aber ey, 4 brauchst du jetzt nicht. Der 19. Dezember bringt uns Richtung Bodymilk schon wieder. Das ist jetzt auch die 3. Body-Geschichte. Das reicht jetzt auch, ne? Wir müssen uns nicht noch mehr eincremen, Leute. Passt natürlich jetzt zu der Duftrichtung, die wir eben hatten. White Tea, also Bergamotte, Neroli und Mandarine hört sich super an. 40 Milliliter, also wirklich passend auch zur Weihnachtszeit, ne? Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Auch wenn jetzt Mandarine so Richtung zitrische Noten geht und das nicht ganz so meine Welt ist. Aber jetzt reicht es auch mit Body-Creams, Leute. Stopp! Als ob die Adventskalenderpacker mich hören könnten, ne? Die Nummer 20 eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Und hier habe ich jetzt, Olive Body Cream. Boom. 40 Milliliter haben wir hier drin mit Kamillentee. Ja, ne? Okay. Mhm. Hab da jetzt noch eine 4. Und jetzt ist aber auch gut gewesen. Wir sind alle wundervoll eingecremt und gucken mal in den 21. Dezember, was da jetzt weitergeht. So, den habe ich jetzt hier. Ich fände da wirklich ein Shampoo auch ganz nett, ne? Wir haben ja schon eine Spülung. Und hier haben wir nährende Haarmaske. Doch, das können wir auch gut gebrauchen. Mit Mandel- und Leinsamen für trockenes und strapaziertes Haar mit 40 Millilitern. Wie gesagt, ich persönlich mache erst mein Haar sauber mit Shampoo, das dann meistens halt nur im Ansatz und direkt im Ansatz aufschäumen. Dann gebe ich mir eine Haarmaske rein, halt von Ohrläppchen, also so in die Längen und Spitzen halt, ne? Und wenn das dann halt ausgespült ist, gebe ich mir den Conditioner drüber und das hilft halt wirklich, ne? Kann ich euch nur empfehlen, die Reihenfolge mal auszuprobieren. Auf jeden Fall riecht es auch sehr lecker. Also die hätten jetzt nicht mehr, glaube ich, die Möglichkeit, 4 Haarmasken hier reinzupacken. Die 2. Schnapszahl, Nummer 22. Hat ein Shampoo hier drin. Das ist toll. Ja, Aloe und Diptam auch wieder. Das passt ja hierzu, ne, zu unserer Spülung. Und hier sind 40 Milliliter auch drin. Das ist toll. Für normales Haar geeignet. Guck mal, da haben wir unsere Haarpflegeroutine auf jeden Fall zusammen. Schön. Also andere Adventskalender packen in die Nummer 23 ein Duschgel rein. Aber das bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Da haben wir ja schon genug. Nee, hier ist ein Tool tatsächlich drin. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Das ist so ein Haarband. Das lasse ich jetzt hier aber wahrscheinlich drin, weil ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele gehabt. Da steht halt auch Chorus drauf, ne? Das kannst du dir halt so ummachen. Das hast du, wenn du so ein Facial bekommst auch zum Beispiel. Und das ist richtig toll. Also hast du dann wirklich so ein Haarband, dass dir deine Haare nicht ins Gesicht fallen, wenn du deine Gesichtspflege aufträgst oder so. Das werde ich jetzt demnächst aber meinem Adventskalender auch selber weitergeben. Ich glaube, darüber freut man sich echt tatsächlich. Oder wenn du halt eine Gesichtsmaske aufträgst, ne? Dass dann die Haare aus dem Gesicht bleiben. Mega cool. Die Nummer 24 fühlt sich auch an, als wäre da irgendwie ein Tool oder sowas drin. Also es fühlt sich nicht so an, als hätten wir hier wirklich nochmal eine Pflege am Start. Ew. Pack doch sowas nicht in eine 24. Okay, das ist ein Cognac-Schwang. Ist ein Naturprodukt, ne? Kommt vom Cognac-Baum, aus der Cognac-Wurzel. Da hätten sie besser das reinmachen können und dann in der 23 noch ein Duschgel. Sorry, aber gut. Besser als eine Nagelfeile in der 24. Okay, also, du machst den, also der ist halt bretthart, ne? Und du machst da Wasser so dran und dann wird der halt schön weich und damit kannst du dein Gesicht reinigen. Habe ich gemacht eine Zeit lang, hat meinem sehr sensiblen Gesicht nicht gefallen. Das heißt, ich würde es keinen Menschen mit sensibler Haut empfehlen. Eieieiei. Also ich habe ja dieses Jahr schon viele verschiedene 24 gesehen, ne? Und das ist halt eine von denen, ich müsste eigentlich tatsächlich, aber das ist super viel Aufwand, die Top 24 Produkte, also was halt in der 24 drin ist, die Top 10 davon, ne? Und die Top 10 der Worst 24 Produkte wird das auf jeden Fall mit reinkommen. Naja, immerhin hat dieser Adventskalender keine 300 Euro gekostet, sondern knappe 70 Euro und mit Rabatt 55, also das geht dann noch irgendwie. Trotzdem ist es
Meh. Ach Mensch, Chorus, ihr seid so stark gestartet und dann habt ihr so krass nachgelassen. Wieso? Ja, also wir haben eigentlich auch gute Produkte im Sortiment. Da hätte man vielleicht auch noch irgendwie eine Augencreme reinpacken können und keine Ahnung, noch ein zweites Shampoo, eine zweite Spülung, dafür irgendwie ein Duschgel und eine Bodylotion weniger. Das Ganze auf jeden Fall besser durchmixen wäre sinnvoll gewesen. Eine andere 24 bitte. Ja, also die 24, da hätten die Mascara zum Beispiel auch reinpacken können. Ne? Ich glaube, das wäre ganz fein gewesen. Also solltet ihr den Adventskalender kaufen, um ihn zu verschenken, würde ich euch empfehlen, euch einfach anzugucken, was so drin ist. Ihr habt es hier gesehen, ne? Da könnt ihr das ein oder andere einfach mal mixen und vielleicht in eine 24 was anderes als diesen Cognac-Schwamm. Ne? Nun, ansonsten ist es ein Adventskalender, wo ich sagen würde, der lohnt sich schon. Also vom Inhalt her, von der Aufteilung ist er grottig, aber der Inhalt stimmt halt irgendwie. Und irgendwie, genau. Aber ich finde den eigentlich schön. Also eigentlich glaube ich auch, dass man den gerne so im Advent stehen hat. Du hast ja eigentlich auch gute Produkte drin, die jeder so verwenden kann, egal welcher Hauttyp man so ist. Ne? Auch Produkte, die man einfach gut gebrauchen kann. Ja, er ist brauchbar. So könnte ich das tatsächlich auch nennen, hier vom Video her, ne? Brauchbar, der Chorus-Adventskalender. Ich glaube, das mache ich. Nun, ihr Lieben, das war jetzt hier mein Unboxing. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn so findet und ob ihr Interesse daran hättet, euch den zu holen. Wenn ja, könnt ihr das auch gerne über den Link in der Infobox machen. Der ist sehr wahrscheinlich auch affiliated, ne? Aber es ist ja keine Kooperation. Ich habe ihn ja selbst gekauft. Nun, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.